Auch in Deutschland stoßen die Pläne der Pegida-Veranstalter, auf ihrer Kundgebung an die Opfer von Paris zu erinnern, auf Kritik. Politiker unter anderem von Union, SPD und Grünen riefen dazu auf, den umstrittenen islamkritischen Protesten fernzubleiben. Die Anschläge dürften nicht instrumentalisiert werden. Gegendemonstrationen in mehreren Städten erhielten bereits am Abend großen Zulauf. In Dresden versammelten sich bislang mehrere tausend Pegida-Anhänger. Dresden vor gut einer Stunde. Wieder haben sich mehrere tausend Menschen eingefunden, um gegen eine angebliche Islamisierung des Abendlandes zu protestieren. Es ist bereits die 12. Demonstration der Pegida-Bewegung, die erste nach den Ereignissen von Paris. Einige Teilnehmer tragen Trauerflor für die Opfer des Terroraktes in Frankreich. Daran hatte es im Vorfeld heftige Kritik gegeben. Es ist einfach geschmacklos, widerlich. Wenn man sich anschaut, wie diejenigen, die noch vor einer Woche gegen die Lügenpresse gehetzt haben, jetzt ein Trauerflor für Journalisten tragen wollen. In Leipzig hat die Pegida-Bewegung einen Ableger gefunden. Unter dem Namen Legida laufen am Abend mehr als 1000 Menschen gegen so wörtlich Multikulti und den Kriegsschuldkult auf den Straßen Leipzigs. Deutlich weniger als in Dresden und laut Verfassungsschutz mit klaren rechtsextremistischen Tendenzen. Ein breites Bürgerbündnis will jeder Form von Ausländerfeindlichkeit die Stirn bieten. Von verschiedenen Seiten der Stadt laufen seit dem Nachmittag Zehntausende Leipziger in einem Sternmarsch ins Stadtzentrum. Das Wesentliche ist, dass wir Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Hetze gegen Muslime keinen Platz lassen wollen auf Leipzigs Straßen. Wir sind dafür, dass hier Menschen jeder Kultur, jeder Religion alle ihre Heimat finden können. Der Gegenprotest hatte in der Leipziger Nikolaikirche mit einem Friedensgebet begonnen. Hier, wo die von Pegida gebrauchte Losung „Wir sind das Volk“ ihren Ursprung hat. Vertreter der Kirche und ehemalige DDR-Bürgerrechtler riefen zum Dialog auf. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Es gibt nicht auf der einen Seite die Bösen, auf der anderen Seite die Guten. Sondern man muss mit den Leuten einfach ins Gespräch kommen. Ich will mit den Leuten ins Gespräch kommen. Ich will wissen, wo kommt diese Ängste her. Zur Stunde demonstrieren in Leipzig nach Angaben der Stadt rund 30.000 Menschen gegen Ausländerfeindlichkeit und für Toleranz. In mehreren anderen deutschen Städten sind am Abend Zehntausende gegen das Anti-Islam-Bündnis Pegida auf die Straße gegangen. Allein in München demonstrierten rund 20.000 Menschen gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Unter dem Motto „Bund statt Braun“ versammelten sich in Saarbrücken mehr als 9.000 Menschen. Fast das gesamte Landeskabinett unter Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer kam zur Kundgebung gegen Pegida. Deren Ableger Sagida konnte lediglich rund 300 Anhänger mobilisieren.